Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt natürlich wie immer der liebe Manu. Schön, dass du dabei bist. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr um die Güter kümmern, denn ja, es ist einiges zu tun. Ihr seht schon hier, da kommt schon wieder ein Doppelstockwagen mit einem Werkzeug nach oben. Das lohnt sich natürlich nicht. Wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr bei rausgekommen. Aber wenn man hier mal schaut, hier liegen 1089 Steinchen rum, die zum Umschlagbahnhof wollen. Na ja gut, gucken wir mal, was daraus wird. So, jetzt müssen wir uns aber mal drum kümmern, denn hier oben liegt einfach zu viel Brot rum. Das fängt an zu gammeln und irgendwann ist das nicht mehr gut. Kommt noch genug nach, was wir von unten hochbringen? Ja. Gut, dann probieren wir jetzt einfach mal und hoffen, dass es klappt, wenn wir einen weiteren Zug draufsetzen. Elektrisch, was hatten wir da? Ist ja auch völlig egal. Hier nehmen wir die 103 da als erstes drauf. Linie, Güterzug, Brot, Gallien Lebensmittel, ne? Gallien Lebensmittel. So, und dann, weil es so schön ist, werden wir nämlich die Züge, also die Zugersetzung machen. Fahrzeugersatz machen wir jetzt einfach mal alle zusammen. 4 Züge sofort ersetzen. 60 Millionen. Also wurden sie gerade erst alle ersetzt. Ja, absoluter Schnapper. Absoluter Schnapper, muss ich auch sagen. Also da haben wir einiges gespart. Ein super Sonderangebot. Gut, dann haben wir das erledigt. Das heißt, die Brote kommen jetzt ein bisschen mehr hier runter. Doppelstockwagen haben wir ohne Ende. Wenn man hier jetzt nochmal schaut, fährt er jetzt gerade raus. Die Doppeltraktion HHP verlässt den Hafen, wollte ich gerade sagen. Natürlich voll beladen. Wäre schlimm, wenn nicht. Hier haben wir jetzt die nächste, die zum Kunststoff hochfährt. Auch die wird wieder voll beladen sein. Ist doch schon wieder ein Steinzug angekommen, oder was? Nee. Sind immer noch so viel hier rum. Alter Schwede, ist da der Wahnsinn. So, Brot liegt hier auch rum. Noch und nöcher. Also, wir müssen hier hinten noch den Umschlagplatz bauen, damit wir das alles hier hinten hinbekommen. So. Das müssen wir natürlich gründlich planen. Dazu brauchen wir einen, wie ich immer noch finde, absolut übertrieben geilen Umschlagplatz für LKWs. Wir nehmen mal als Straße X Large. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 5er Länge müsste eigentlich reichen. One Way ist klar, damit wir da durchfahren. Jetzt gucken wir noch mal auf welcher Seite. Left Side, also linke Seite. Dann passt das von der Einfahrt her. Wenn man drauf guckt, ist hier unten quasi die Einfahrt, weil linke Seite ja das Teil ist. So, wir brauchen Terminals. Wir übertreiben jetzt einfach mal und nehmen 6 Stück. Ich denke mal, damit kommen wir hin. Wenn wir jetzt hier ansetzen, ist das schon ganz gut. Wir kommen an alle ran. Reicht mir aber noch nicht. Wir wollen das Maximum da rausholen. Alter, ich will doch nur eine gerade Straße hier rausziehen. Ist das nicht möglich? Nein, ist nicht möglich. Okay, habe ich verstanden. So, pass auf, wenn wir jetzt hier noch umbauen wollen, geht das noch? Gut, keine Kollision, alles klar. Das ist das Wichtigste. Alles andere kriegen wir hin. Schöne lange Einfahrstraßen. Sehr gut. Kommt überall ran. Das sieht gut aus. Okay. So. Ich weiß, es ist etwas übertrieben, aber ich glaube, wir werden hier einen massiven LKW-Verkehr haben, allein um die Stadt anzuschließen. Wolltest du nicht Bahn bauen? Was wollte ich? Die Bahn bauen? Ja, klar. In Autobahn. Ja, aber nicht hier hinten. Ach ja, stimmt.
Ja, war ja großzügig hier Straßenplan. Genau. So, das müsste eigentlich reichen, wenn die sich denn hier nachher alle aufteilen. Da wir ja nicht zu viel rausnehmen. Und die müssen halt auch eigentlich hauptsächlich nur hier wieder alle rauskommen, damit wir den ganzen Kram ganz gut hinbekommen. Das war jetzt doof. Weil die biegen links ab. Ja, das war richtig blöd von mir. Das war richtig blöd. Na ja, gut. Aber wir brauchen ja gleich nur das Terminal einmal umsetzen. Jetzt muss ich aber auch einmal schauen, ob ich das hinbekomme mit dem Terminal richtig setzen. Also ich wollte hier oben einen reinsetzen, weil... So, ich zeige euch das eben. Hier oben ist alles schön hübsch blau. Und wenn wir hier nämlich das Depot hinsetzen, haben wir alles, was blau ist, abgedeckt. Das heißt, hier einmal anliefern und wir haben alles mit drin. Und jetzt will ich eben mal schauen, wie rum die Linienführung ist. Wenn wir jetzt einmal hier verladen und nach hier bringen, dann habe ich mir das schon richtig gedacht. Verstanden habe ich es richtig, gemacht habe ich es falsch. Oh, hat er noch gespeichert. Müssen wir natürlich wieder feststellen. Left Side ist dort. Jetzt wollen wir andersrum fahren. Andersrum fahren ist besser. Weil man muss immer bedenken, wenn die rechts abbiegen, muss man auch immer sehen, dass sie nicht unbedingt einen Kreuzungsbereich machen, weil dann behindern sie sich nämlich gegenseitig. Hallo? Kann ich nicht setzen. Achso, weil es vorher eine andere ist, denke ich, oder was? Achso, wollte ich jetzt wieder wegnehmen. So. Okay, wenn wir das jetzt nochmal machen, nehmen wir uns einfach nochmal die Linie. Haltestelle hinzufügen. So, jetzt biegen die nämlich hier rechts ab und machen nicht hier einen Kreuzungsbereich. Das ist die einfachere Variante. Und dann können wir es jetzt doch nochmal ordentlich und schick machen. Denn wir werden gleich einen ordentlichen Außenbereich bauen. Also so wie wir in den letzten Folgen schon gezeigt haben, die Umgehungsstraßen, so werden wir das Ganze hier auch aufziehen. Weil das haben wir in den letzten Städten, die wir angeschlossen haben, im Grunde genommen schon ziemlich verkehrt gemacht. Weil das mit den Umgehungsstraßen bringt so viel, das ist echt heftig. Kann ich euch gar nicht beschreiben, wie viel das bringt. So, wir werden hier eine schöne Umgehungsstraße bauen. Die einmal ordentlich außenrum führt. Alle äußeren Straßenspitzen zusammenführt. Und wir das Ganze ordentlich abfahren können. So, dann kommen wir nämlich dahin, müssen nicht durch die Innenstadt. Dann die nächste Terminal. Machen das ganz sprachlos, was ich alles mache. Ja, gerade Redaktionssitzung. Achso. Autosave. Ein Gebäude abreißen muss eigentlich reichen. So, und jetzt mit ganz viel Glück, jetzt haben wir hier alle Gebäude mit abgedeckt. Alles, was wir hier nicht abgedeckt haben, haben wir hier mit abgedeckt. Ziehen gleich hier wieder raus und sind wieder schwuppdiwupp weg vom Fenster. Das Ganze werden wir auch hier unten noch einmal durchführen. So, dass wir auch da so wenig wie möglich
unseren eigenen Nahverkehr belasten und auch hier. Und Challenge verloren laut Amix. Ach ja, stimmt. Ich habe heute Gebäude abgerissen, ne? Mhm. Oh Mann, bei der Kante, du. Ja, Amix, du. Kante hat verloren. Ich habe nicht mal. Ja, Amix hat eine Challenge gekriegt, durchgezogen. Ja, alter Schwede, ey. Nicht schlecht, Mann. Aber es lässt sich leider hier nicht anders lösen. Ja, und auch Nachrichten noch. Oh, oh. Auch noch, alter Schwede. Ich krieg hier aber auch echt aufs Gebälk, du. Ja, dann mal los, so. Gib's mir. Delinius. Gummersbach. Schwarzmarkthandel mit Gütern und Lebensmitteln im Fadenkreuz. Der Privatermittler der Newkante Logistik Group. Die Schergen der Newkante Logistik Group sorgen dafür, dass die Geschäfte der Newkante Logistik Group nicht mehr von dem blühenden Schwarzmarkt vermiesen wird. Der Pate von Gummersbach zeigt sich erbost, dass die einmal getroffenen Absprachen mit der Kante nicht mehr gültig sind. Ja. Der Pate von Gummersbach? Ja, Schwarzmarkt, Mafia. Ach so. Ja, okay. Ah, der Pate, ja. So, wir brauchen noch zwei weitere Linien. Und zwar ist es Gütertruck heißen die, ja. Gummersbach. Versorger 1. Warte mal, wir können aber erst alles machen. Ja, doch, Versorger 1. Ist einfacher. Dann. Achso. Ja. Hätte ich offen lassen können. Gütertruck. Gummersbach. Versorger 2. Ich darf kurz den Kommentar von Guido vorlesen. Oh ja. Wie kann man nur ein Haus abreißen? Stimmt, ich hätte gleich zwei abreißen müssen. Achso, ich bin schon weiter. Oh, alter Schwede, ist aber recht. Ach nee, gar nicht, ich muss auf Linie. Da haben wir nur eine Linie. Die Linie heißt. Gütertruck. Gummersbach. Warte mal. Versorger 3. Gut. Dann suche ich mir jetzt nochmal die anderen raus. Die 1 und die 2. Dann machen wir 1. Da fährt hier hin. Genau. Und da fährt dann hier hin. Machen wir aber mit Wegpunkten. Und zwar ja, fette von. Wie bitte? Dass sie wenigstens ganz außenrum wünschen. Ja, ja, klar. Außenrum, außenrum. Und der blaue, der kann so bleiben, da tut sich eh nicht viel. Jetzt kommt nochmal, den haben wir. Achso, halt, stopp. Den Dreier wollte ich nochmal haben. Der fährt nämlich auch außen rum. Ab Gummersbach fährt er. Achso, ich habe zuerst da hinten, ja. Falschen. Der soll es sein. Und hin natürlich hier rüber. Wenn wir schon so eine tolle Umgehungsstraße bauen. So, und dann schicken wir den blauen noch nach rechts außen auf die 6. Und wenn wir dann alles richtig gemacht haben, dann sieht das doch schon echt cool aus. Das hat schon mal gut geklappt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch mal dafür sorgen, dass hier auch was ankommt. Anfänglich würde ich sagen, nehmen wir die Mitte mit dem Holz. Und zwar bauen wir uns hier jetzt einen weiteren Holzzug. Ich habe gehört, der Wunsch wurde geäußert, 1 Kilometer. Ja. 1 Kilometer. Also 200 plus 800. Nehmen wir mal 2. Wer weiß, ob wir nachher noch eine zweite Abfuhr brauchen. Achso, wir müssen ja da oben ran.
Kurze Frage, der Bahnhof, wo die Steine abgeholt werden, hängt der nicht auch in, der in dem Ding drin? Nee. Weil wir könnten natürlich auf der anderen Seite versuchen mit dem zweiten Straßenanschluss, ne? Können wir mal probieren. Ich glaube, der Anschluss ist einfacher gewählt als der andere. Könnten wir den Steinzug mit dran anschließen? Viergleisig machen. Wäre wahrscheinlich dann die Variante, ja. Steinzug in die eine Richtung und dann Holzzug in die andere Richtung. Ja. Ich hoffe, Amix hat nicht schon die nächste Challenge gewählt mit dem Glättungstool. Sonst verliere ich ihn nämlich langsam ganz. Mal gucken, was er mir als nächstes für eine Challenge auferlegt, der Amix. Oh, wann gibt es einen Zug, der jede Stadt anfährt? Ich schätze so Folge 200. Kommentare, ein Prozess gegen Herrn Kante wäre eh vergeblich. Da hat ja, da er sich mit dem Jahr sowieso jeden Richter bestechen kann. Aber seht ihr was? Milliarden werden weniger, ne? Ja, ist nicht mehr so eine Steigerungsrate. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Auf viergleisig? Ja, viergleisig? Davon muss ich noch was wegmachen. Und da hinten muss ich noch was wegmachen. Wobei eigentlich zweigleisig reicht ja. Stimmt. Trotzdem musste ich hier noch was wegmachen. Da kommen schon Vorschläge als Strafen. Als Challenge. €20 Millionen mindestens für den nächsten Fahrzeugersatz. Alter Schwede. Eine kurze Zuckung und das Ding ist wieder in der Ballerei. Ich würde auf Pause gehen. So, ich hab's schon. So, jetzt könnten wir im Grunde genommen hier runtergehen. Und dann können wir hier mit dem Steinzug auch mit rein. Aber erstmal primär ist natürlich dabei der Holzzug. Ja. Jetzt müssen wir uns aber auch gleich mal überlegen, wo wir da rein wollen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir werden ja nachher wahrscheinlich auch noch den Stahlzug holen. Also Stahl mit dem Zug holen. Weil Eisen kriegen wir ja einzeln mit LKWs hingeliefert. Aber in Stahl, glaube ich, sollten wir abholen. Sonst würden wir es, glaube ich, mit LKWs würden wir es, glaube ich, nicht schaffen. Wenn es wirklich in eine doppelte Produktion geht. Wenn wir die Dinge noch nach oben schmeißen, ja. Schlacke. Die Schlacke, ja, genau. Also sollten wir uns hier mindestens zwei frei halten. Dann müssen wir auch noch da hinten hin. Also sollten wir über die Mitte für die. Ja, die Mitte nehmen wir für die Hölzer. Autosave. Was soll ich eine ganze Folge durchmachen? Schließe ich gleich wieder an.
Anderer Brückentyp? Ja, ich muss ja erstmal gucken, ob ich da überhaupt unten ankomme. Einiges durch. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Alles klar. Bitte, vielen Dank, mein Lieber. Auch schon ein halbes Jahr dabei. Vielen Dank für deine Unterstützung, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt hochkommen. Wahrscheinlich wäre es easier und entspannter, wenn wir da jetzt anfangen runterzuarbeiten. Warte mal, wir fahren mit dem Steinzug darüber. Mit dem anderen Zug. Wir müssen ja auch noch eine Depotanbindung kriegen. Und unseren Güterterminal. Stichstrecke von Gummersbach aus vielleicht? Wäre wahrscheinlich die schlaue Variante, ja. So, war das jetzt eine Ebene, ja? Der Vorschlag als Strafe für dich bis Folge 100, eine Autobahn quer über die Map. Ja, wahrscheinlich auch noch für die Bürger Kantopolis, wa? So 160er Strecke musste. Okay, ja, ja. Ich wollte nur gerade mal gucken, wo ich ungefähr runterkomme. Ja, die Brücke täuscht. Du hast eine 120er Brücke. Ja, jede andere Brücke würde ja auch nicht schneller sein. Nicht weiter runtergehen. Ich wollte nur die Höhe wissen. So. Echt. Ab wann ich anfangen muss, in fantastische Höhen zu gehen. Fette Straßenquerung, die da abweist. Oh, stimmt. Ja, wie geplant, ne? Guck mal, hier geht's schon hoch. Ohne dass ich hochgehe. Gehe näher ran, zoome näher ran, um zu bauen. Ja, mache ich. Das passt von der Höhe her. Die erinnert uns an den Kantweiz-Basistunnel, um Geld zu verbrennen. Ja, Geld verbrennen, ja, ja. Hallo Katzbock. Jetzt lass mal nicht die Katze aus dem Sack, oder? So. Das wäre jetzt die einfache Variante. Geht aber schneller, würde ich behaupten. Hm. 140 würden wir hinkommen. Gut, da haben wir ja sowieso eine Rev 12-12 drauf einsetzen wollen. Viadukt hier, das Stahlbrückengerät, genau.
Ja, du müsstest im Prinzip Brücke vorher schon erstmal in geniale Richtung bringen. Radius. Wie bitte? Du bräuchtest jetzt eigentlich mehr Radius, also schon unten in der Brücke, die jetzt schon steht. Die müsste eigentlich mehr in Fahrtrichtung dann nach rechts ausschwenken. Für so einen Radius und Berg runter zu kriegen. Ja, aber die 140 reicht ja. Ja. Wenn wir uns jetzt auf die 141 konzentrieren, oder 140, volle Elle hochgehen, dann können wir gleich oben in eine Gerade gehen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, schon fast zu hoch. Ne, Re 1818 wollten wir, ne? Ja, Re 1818. Genau, so war das. So, da das andere auch nicht viel mehr ist. Reicht uns ja eine Doppelkreuzweiche in der Geschwindigkeit 140. Oder eine X-Weiche. Das war schon atemberaubend, ja. Naja, gut. Okay. Ja, bin ich mit einverstanden. Gut. Die Seite hätten wir. Das heißt, jetzt müssen wir hier hinten nochmal raus. Und zwar brauchen wir jetzt einen Bahnhof, reicht uns ja ein Kopfbahnhof in 1 Kilometer Länge. Ohne zweiten Straßenanschluss. Sei denn, wir gehen hier hinten irgendwo hin. Ist jetzt auch nicht irgendwie ungewöhnlich. Wird denn gecurved machen? Zweiten Straßenanschluss dann da vorne anschließen. Sägewerk. Mal probieren. Mal ein bisschen gleich mit. Vielleicht hinten an der Warenfabrik. Oha. Alter Manu, kommt aber auch mit Dingern um die Ecke, du? Weiß Holz wird dir dann da hinten nicht angelegt, oder der Bahn. Schwierig. Wenn wir den jetzt auch noch genau unter der Brücke durchkriegen, ne? Ist nur noch Terrain-Vogel. Terrain. Ich weiß nicht, wie viel uns denn noch fehlt zur Dings. Zur Warenfabrik. Wir haben auch noch vorne beim Holzwerk einen Durchgangsbahnhof und hinten ein. beim Kilometer wird das schon schwierig. Ja. Ich wollte gerade sagen, Kilometer Durchgangsbahnhof. Ja, Moment. Ey, den könnte man so bauen. Pass mal auf, den setzen wir jetzt einfach mal so hier hin. Und ich versuche den mal mit der Straße anzuschließen. Und jetzt kommt der Überraschungseffekt. Und? Ciao! Alter, ist das krass, ey. Das ist echt krank. Müssen wir aber trotzdem noch Ding machen. Ein Ding müssen wir auf jeden Fall noch. Holz-LKW müssen wir dann trotzdem noch fahren lassen. Warum? Ja, weil über den Bahnhof wird es ja nicht verbunden. Ja, das stimmt. Aber das ist dann, glaube ich, das kleinere Übel.
Das ist echt krass. Also sowas Krankes haben wir echt noch nicht gemacht. Nein. Und ich dachte schon, das wäre der Brötchenzug damals in Staffel 2 war es, glaube ich. Der war ja schon hart. Ja, ich weiß, so eine lange Brücke ist nicht so schön anzusehen, aber es ist einfach nicht anders zu machen. Ansonsten wäre die Steigung hier nachher nicht zu überwinden. Das wäre nicht anders zu machen. Ja, man hätte hier noch mit so einer Wendeltreppe und sowas alles, aber nein, Leute, nein, nein, nein. Alter, ist das krank, echt. Wir sind die Kranken der Kranken, auf jeden Fall, Mann, ey. Ah, Hellboy. Ja, ich sag, oder ich gebe jetzt nur nochmal das, was Noname hat. Wie bekommst du die Züge darauf auf die Strecke? Oder als Zuführungsgleis gehen. Wahrscheinlich, ja. Doch, bis hierhin ziehen wir noch auf. Stimmt. Du warst in Staffel 1. Das war Staffel 1, ja, aber sowas von. Staffel 2 hatten wir ja dann beendet wegen der ganzen Fischerei, die dann kam. Ja. Ach, darf ich ja nicht, ne? Den jetzt direkt anschließen. Volle Geschwindigkeit. Ja, finde ich so besser. Offene Gleise, da muss keiner durch den Tunnel fahren vorher. Und habe ich jetzt die richtige Seite genommen. Nummer 1, wo ist denn das zweite? Natürlich habe ich das falsche genommen. Ja, wie war Donnerschlag schreibt gerade im Chat, ich sag nur die 450 Millionen Brücke. Ja. Die mit der Druckkabine. Ja, normal kann jeder. Und er ist recht Schwierigkeitsgrad einfach. Manche nehmen sich dafür ja extra hier für sowas, was wir hier bauen. No-Cost-Mod. Ein Spielstand, der No-Cost hat, genau. Das wäre wegen, damit die nicht zu schnell reinfahren hier in die Stadt. Bremsschikane einbauen. Ja, genau. Habe ich gerade schon gemacht. Gut, hier brauchen wir noch die X-Weiche. Was ist mit der Straße weiter vorne, den Feldweg? Die ist ersatzlos gestrichen worden. So, wir lassen lieber noch ein bisschen Platz, nicht, dass die Züge nachher Überlänge haben. Ja. Im 400 Meter ein Kilometer Bahnhof. Nicht, dass die Züge nachher ein Kilometer und einen Meter sind und da nicht mehr reinkommen. Ein Schienenverkehr machen. Ist uns auch schon passiert. Oh Mann, ey. Elboy stellt gerade eine sehr interessante Frage. Was sollen wir hier sein? 24, okay. Wann bist du fertig mit der Karte? Denn wenn ich glaube, ich sage, es geht nicht mehr. Ansonsten, ja, oder dein Rechner sagt, es geht nicht mehr und du müsstest einen neuen kaufen. Ja, genau. Dann ungefähr hören wir, glaube ich, auf. So, jetzt ist echt die Frage, wo setzen wir ein oder wo gehen wir mit rein? Wenn wir jetzt den
Steinzug nehmen würden, könnten wir natürlich über den Steinzug damit auf den Bahnhof rauf. Ja, du gehst von der Strecke, Personenstrecke Gummersbach-Gallien ab, im Kurvenbereich. Machst eine Verschwenkung. Geht doch. Müssen ja erstmal nur raufkommen auf die Strecke. So, das sind alles natürlich abgemessene 1 Kilometer. Wenn einer es widerlegen möchte, kann das gerne machen. Ich bringe Ideen für Schlagzeilen. Warum hat denn nun schon wieder? Ist doch gar nichts los. Ich weiß nur nicht, ob wir mit dem 1 Kilometer Zug nicht ein Chaos verursachen. Also so richtig, nicht so wie letztes Mal, sondern so richtig Chaos. Jetzt müssen wir auch erstmal zusehen, dass wir da LKWs auf die Strecken kriegen. Also, wieso leckt das denn schon wieder so? Ey, der Flugzeug. Der Flugzeug. Okay. Gera Abzweig. So. LKWs. Werden erstmal zwei Straßen, zwei LKWs pro Ding draufsetzen. Als Dankeschön an unseren fast immer anwesenden Moderator No Name setzen wir die Teslas hier alle ein. War der Testbetrieb, bevor sie dann in Langelsheim zum Einsatz kommen? Genau. Farben können wir ja noch machen. Linienfarben. Ich würde sagen, die, die sie haben. Blau. Violett. Und ein helleres Blau. Na, geht's langsam los oder was? Wird's langsam spannend wieder? Das denn, ey? Da. Ja, getroffen. So, wie sieht das jetzt aus? Wir hatten doch noch ein... Alter. Hatten wir nicht noch einen Zug da oben hingesetzt wegen Brot? Wo ist das Brot alles hin? Doch, über Ersetzung haben wir es rein, ja? Doch, wir haben 4 Züge ersetzt. Oben fährt gerade einer ein. Aber wo ist das Brot alles hin? Wo ist unser Umschlag nach unten? Ja, wir brauchen auch noch einen Ölzug. Da staut sich gerade der Sprit. Da kommt er. Oder lädt da gerade einer? Ne.
gerade schon wieder eine rein. Hier kommen wieder Steine, fast 600 Stück. Brote, 380. Gut, gut. Schön, schön. Ja, vielen Dank natürlich fürs Zuschauen, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Und dann bauen wir den Kilometerzug und dann geht das alles los. Die LKWs müssen natürlich erstmal da hinten ankommen. Gucken wir mal, wie das alles wird. Ich bin gespannt, ob das alles klappt und ob wir die Milliarden halten können oder nicht. Wir schauen uns das an in einer weiteren Folge. Vergesst das Liken nicht. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Wir haben bald die 4000 voll. Würde mich freuen. Gibt ein Special. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.